Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingestartet. Wir haben noch die Entscheidungsspieltage der Gruppe C und D jeweils. Ansonsten, ja, am Ende gibt es noch auch die Auslosung für die Viertelfinalpartien. Jetzt geht's los mit Bielefeld gegen Dortmund. Viel Spaß und danke fürs Reinschalten. Dann ab in den vorletzten Spieltag der Gruppe C. Bielefeld gegen Borussia Dortmund. Dortmund in der absoluten Pole Position und mit absolut breiter Brust starten sie auch hier rein in das Spiel. 1:0 Daniel Mahlen. Arminia Bielefeld steht ja nicht ohne Chance da, noch weiterzukommen, auch wenn es brutal schwer werden könnte. Aber nach so einer Eckballvariante kann man dann auch durchaus mal ausgleichen. Schwach vom BVB. Akanji läuft nicht mit. Und so steht es 1:1. Bielefeld also durchaus auf Augenhöhe gegen Dortmund und der BVB. Ja, trotz 3 Spielen 9 Punkten hier mal ab und an unter Druck. Aber 1:1 erstmal der Halbzeitstand. Doch auch Bielefeld weiterhin aktiv in Halbzeit 2. Klos, Wimmer, aber Marvin Hitz ohne Probleme, dann noch ein netter Abwurf. 2 Minuten noch zu spielen in Durchgang, 2 Mal mit der Chance. Dann das schnelle Umschaltspiel, Krüger, er scheitert dann Hitz. Ein Sieg für Bielefeld wäre extrem wichtig, aber auch ein Punkt könnte schon helfen, doch der war ihn auch nicht mal mehr vergönnt. Doppelpack, Daniel Mahlen. Dortmund gewinnt mit 2:1. Die perfekte Gruppenphase gespielt. 12 Punkte in 4 Spielen. Bielefeld ist damit so gut wie raus. Leverkusen hat spielfrei, also Hoffenheim gegen Greuther Fürth. Greuther Fürth mit schlechtem Torverhältnis und schlechten Ergebnissen und so spiegelt sich das auch hier direkt wieder. 1:0 für Hoffenheim, aber Hoffenheim hat auch erst 5 Tore, 2 selber geschossen, 8 kassiert. 0 Punkte auf dem Konto gegen Fürth, darf aber tatsächlich jeder mal. Karl Rabeck mit dem 2:0, das war sehr schnell, sehr deutlich. Greuther Fürth ist einfach nicht wettbewerbsfähig. Zumindest nicht in dieser Verfassung. Burcher zur Seite abgewehrt. Dabur mit dem 3:0. Sie merken es eventuell. Die ganz großen Emotionen kommen da nicht mehr bei auf. Für Hoffenheim ist es ja zumindest erstmal ein schönes Zwischenresultat. Greuther Fürth ist eh sang- und klanglos aus dieser Gruppe ausgeschieden. So ging es auch weiter in Durchgang 2. 4:0 Dennis Geiger. Zum Zuschauen war es durchaus unterhaltsam. Aber wenn jemand auf dem Boden liegt, macht es auch keinen Spaß mehr, wenn auf den eingetreten wird. Aber Hoffenheim trat weiter. 5:0. Vor allem traten sie sehr gut gegen den Ball. Fürth versucht, ja, die schwächste Abwehr der Liga zu stellen. Da sind sie auf dem besten Weg nach vorne. Immerhin der eine Ehrentreffer. Er war gelungen. Christiansen mit dem 5:1. Mehr wurde es allerdings nicht. Blieb dabei. Hoffenheim sichert sich die Chance zum Weiterkommen und führt natürlich raus. Und damit geht's in Gruppe D. Wolfsburg gegen Mainz. Mainz hat 3 Punkte, Wolfsburg schon 7. Die Wölfe stehen sehr gut da und machen auch gegen Mainz gut weiter. Lukas Metscher mit dem 1:0. Haut den Ball oben rein. Kann man nicht mehr viel gegen ausrichten. Halbe Minute noch zu spielen im ersten Abschnitt. Borno, Borno, Borno. Aber Boetius bleibt erstmal der Sieger in diesem Duell. 0:1 nach 3 Minuten von Mainz kam extrem wenig nach vorne. Sehr enttäuschend. Dann auch solche Böcke in der Defensive. Das weiß Wolfsburg auszunutzen. Maximilian Philipp nicht zum ersten Mal erfolgreich. Macht hier das 2:0. Dann kam von Mainz mal was über Jae-Sung Lee. Ingvartsen. 1:2 sollte es jetzt vielleicht doch nochmal spannend werden. Zumindest ein Punkt
bräuchten die Mainzer schon, um eine realistische Chance aufs Weiterkommen zu haben. Aber dafür waren sie hinten einfach zu schwach. Eigentlich eine Stärke von Bo Svensson. Aber wenn man den Ball einfach so reinpassen kann ins Tor, Philipp mit dem 3:1, dann wird es natürlich nichts mehr. Und Matcher hatte auch nochmal ein 4:1. Ganz klare und deutliche Sprache. Wolfsburg auch schon mit dem letzten Spiel in der Gruppe. Am letzten Spieltag haben sie frei. Sie gewinnen mit 4:1. Sicher Gruppensieger. 10 Punkte aus 4 Spielen. Kann sich sehen lassen. Und Mainz, ja, da beginnt jetzt das Zittern. Frankfurt gegen Köln, das letzte Spiel am vierten Spieltag. Köln in Schwarz, Frankfurt in Weiß. Überragender Beginn, tolles Tor von Martin Hinteregger. Über die Innenverteidiger in diesem Turnier müssen wir eigentlich nicht mehr sprechen. Das ist tatsächlich so, dass die zu richtigen Mittelstürmern mutieren. So auch hier Tuta, der einen cleveren Pass zu Hinteregger spielt. Und ja, auch der Ball war drin von der Unterkante der Latte hinter die Torlinie. Die Innenverteidiger in Kombination allesamt gefährlicher als die Angreifer aktuell vom 1. FC Köln. Schwacher Auftritt der Geißböcke und so wäre man ja ganz sicher raus. Bislang noch keinen einzigen Punkt gesammelt. Da läuft es in der Bundesliga auf dem Feld draußen deutlich besser. Aber Frankfurt machte weiterhin gut Druck. Rode Horn mit der Parade weiterhin 2:0. Und dann fing sich Köln. Zichos. 2:1 nur noch. In 2 Minuten noch Zeit. Aber die lief dann auch runter. Stück für Stück. Was kam vom 1. FC Köln? Noch einmal gut nach vorne kombiniert. Josh Mehre scheitert an Trapp. Frankfurt gewinnt mit 2:1. Hat gute Aussichten aufs Weiterkommen. Und wir schauen jetzt kurz auf die Zwischentabelle. Ja, wir sehen's, Dortmund, Wolfsburg sicher weiter und Fürth und Köln sicher raus. Die anderen, die dürfen noch hoffen und zittern. Leverkusen hat's in der eigenen Hand. Ein Punkt würde schon reichen, um weiterzukommen. Erster werden sie sowieso nicht mehr. Jetzt gegen Greuther Fürth. Und es war tatsächlich leider aus neutraler Sicht die zu erwartende, die zu befürchtende einseitige Partie. Schick einfach mit dem Pass unten rechts rein ins Tor. Da war dann auch nicht mehr viel Gegenwehr von Greuther Fürth dabei. Oder doch mal vielleicht was. Gotha Willems mit dem 1:1. Musste Leverkusen jetzt doch wieder zittern. Die Frage stand erstmal im Raum. Tolles Tor von Jetro Willems. Aber nein, defensiv ganz mies, was die Kleeblätter da anboten. Tapsoba mit dem 2:1. Nagelt ihn einfach rein. Und es ging so weiter. Frimpong, Patrick Schick. Rein gewuchtet, 3:1. Greuther führt ja jetzt schon mit dem 13. Gegentor. Das muss man auf einem kleinen Feld in Partien, die 2x3 Minuten gehen, auch erstmal so hinbekommen. Frimpong, Nachkopfball, Tapsoba, 4:1 und es war in der ersten Halbzeit noch über eine Minute zu spielen, also jetzt ging es auch so ein bisschen um die Ehre, die hier angekratzt wurde. Gut, aber nicht unbedingt besser. Tapsoba, Topscorer, 5:1 per Kopf. Lässt sich jubeln, naja, oder lässt sich feiern, jubelt doch ziemlich ausgelassen. Nun, das muss man sich vielleicht dann gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten auch verkneifen. Aber es stand 5:1 zur Halbzeit. Tolles Fußballfest von Leverkusen. In der zweiten Halbzeit hatten sie dann eher weniger Lust. Hinten ließen die dann noch einen Treffer zu, 2:5 für Gotha. Aber mehr als das wurde es auch nicht. Es blieb beim 5:2. Fürth als Tabellenletzter ohne Punkte ausgeschieden. Leverkusen mit 3 Siegen aus 4 Spielen als Tabellenzweiter hinter Dortmund. Sicher weiter. Bedeutet dann wiederum aus neutraler Sicht die Ernüchterung Hoffenheim und Bielefeld dementsprechend beide raus. Zumindest aber gab es nochmal die ein oder andere Offensivszene zu bestaunen. 1:0 für Arminia Bielefeld. Zumindest Dritter möchte man ja werden. Sieht dann immer ein bisschen besser aus als Vorletzter. Hoffenheim kam dann aber auch über Kevin Akpoguma
zum 1:1. Auch alles andere als ein unhaltbarer Schuss, wenn man sich das hier genau anguckt. Aber aus dem Studio hat man da immer leichtes Reden. Dann aber ein wunderschönes Tor von Dennis Geiger zum 2:1. Der Ball einfach nach hinten gelupft. Geiger zu viel Platz und wämst ihn ein. Pausenstand 2:1 für Hoffenheim. Wie gesagt, es ging alles ganz locker hier zur Sache, beziehungsweise es ging gar nicht zur Sache, es ging locker vom Fuß 3:1. Da noch 2 Minuten und 16 Sekunden zu spielen. Theoretisch auch noch alles offen. Bielefeld probierte sich auch nochmal, Zeit lief aber davon. Hoffenheim einfach besser. Geiger legt nochmal zurück, Bebu auf Innenverteidigerposition. Schöner Lupfer nach vorne, Geiger quergelegt, Capino passt auf. Es blieb also beim 3:1, beide Mannschaft raus, aber vor allem Hoffenheim kann sich erhobenen Hauptes verabschieden. Der VfL Bochum hat noch Chancen weiterzukommen, dazu müssen sie gewinnen. Der 1. FC Köln ist bereits raus, aber das ist vielleicht auch eine Frage der Ehre. Die steckt ja vor allem bei Steffen Baumgart in jeder Faser. Doch der VfL Bochum hatte erstmal das Fortune, das Spielglück auf seiner Seite. Kopfballtor von Tesche, der hier einfach gut nachsetzt und den Führungstreffer markiert. Und Bochum hatte anscheinend richtig Lust, weiterzukommen in die K.O.-Phase ins Viertelfinale. Asano mit dem 2:0. Gleichbedeutend auch mit dem Halbzeitstand. Der 1. FC Köln ein bisschen fragwürdig hier, was sie auf die Beine stellten. Das würde ja Frankfurt und Mainz gehörig unter Druck setzen, beziehungsweise so wäre Mainz sicher raus, Frankfurt müsste gewinnen, aber Köln hatte dann doch nochmal Lust, sich hier ein bisschen besser zu präsentieren, nicht tor- und punktlos, vor allem punktlos auszuscheiden, torlos aus diesem Spiel würde es jetzt auf jeden Fall schon nicht mal mehr werden und Andersson mit dem 2:2, also flott ging es hier vom 2:0 auf ein 2:2, der VfL Bochum ließ sich das hier ganz schön aus der Hand nehmen. Und jetzt wirkten sie auch nervös. Andersson 3:2. Der 1. FC Köln spielt nicht wie eine Mannschaft, die schon sicher Tabellenletzter war und sicher abgestiegen ist. Naja, was heißt absteigen? Kann man ja hier nicht, aber sie würden zumindest nicht weiterkommen. Das war klar, aber mit dem 4:2 setzen sie den Deckel drauf. Und damit kann Köln sogar noch vom letzten Tabellenplatz raus, sind sie trotzdem. Und damit beschließen wir die Gruppenphase mit diesem letzten Spiel Mainz gegen Frankfurt. Beide Mannschaften mit der Chance weiterzukommen. Mainz müsste gewinnen, Frankfurt würde ein Unentschieden schon reichen. Aber Frankfurt spielte trotzdem auf Sieg. Ndicka steigt da hoch, wuchtiger Kopfball. Gut gemacht. Mainz im ersten Durchgang nicht so, als würden sie hier mit einem Sieg weiterkommen können. Ndicka hingegen mit Torjägerqualitäten, die auch schon auf der grünen Wiese bewiesen hatte, hier mit dem 2:0. Mainz ohne jegliche Körperspannung, 3:0 Hinteregger, sehr deutliche Angelegenheit. Und jetzt musste Mainz 4 Tore erzielen und durften auf der anderen Seite eben auch keins mehr kassieren im zweiten Durchgang, damit es hier noch in die nächste Runde gehen würde. Ja, dann hätten sie sich das auf jeden Fall auch verdient, aber realistisch war das natürlich nicht mehr, zumal Frankfurt auch nicht nachließ. Sehr konzentriert und gut nach vorne spielte Petter Höge, Zentner mit der Parade gegen Hinteregger. Kurz vor dem Ende aber Hinteregger nochmal 4:0. Dickes Brett für Mainz und damit tatsächlich Mainz auch Tabellenletzter, als Letzter ausgeschieden. Köln zieht noch vorbei, Frankfurt kommt weiter als Tabellenzweiter. Das kann sich durchaus sehen lassen und nach diesem 4:0 ist das auch vollkommen verdient. Frankfurt geht ohne Niederlage aus der Gruppenphase. Ja, hier sind die Ergebnisse mal ganz kurz im Überblick. Wen das nochmal interessiert, gerne mal stoppen. Wir schauen jetzt aber auf das deutlich Interessantere und das ist die Tabelle. Und hier kommt sie auch schon. Wir sehen es, Bayern, Hertha, Wolfsburg und Dortmund als Gruppenerster jeweils weiter, also in Topf 1, in Topf 2 Gladbach, Leipzig, Leverkusen und Frankfurt als Gruppenzweiter jeweils weiter und die 10 Mannschaften sehen wir rechts ausgeschieden und dann habe ich das Ganze mit einem Tool von auslosungstool.de
mal in den Generator geschmissen. Wir haben zwei Lostöpfe, einmal mit Bayern, Hertha, Wolfsburg und Dortmund, Gladbach, Leipzig, Leverkusen und Frankfurt in Lostopf 2. Jetzt habt ihr hier gesehen, Bayern gegen Frankfurt war so die erste Zufallsauslosung, die ich hier reingehauen hatte. Ich wollte aber nicht, dass Mannschaften nochmal gegen sich spielen. Das wäre bei Hertha gegen Leipzig der Fall gewesen, wie ihr eben gesehen habt. Deswegen habe ich es nochmal gelost. Dortmund-Frankfurt, Wolfsburg-Leipzig, Bayern-Gladbach. Ja, auch Bayern-Gladbach ist schon passiert. Deswegen habe ich nochmal eine Auslosung gestartet, also der dritte Versuch. Und der funktionierte dann. Dortmund-Leipzig, Bayern-Frankfurt, Hertha-Leverkusen und Wolfsburg gegen Gladbach. Das sind die Partien, die uns dann im Viertelfinale beglücken werden. Hier haben wir jetzt nochmal etwas besser im Überblick. Ja, auslosungstool.de, ganz coole Seite, wenn man sich da ein bisschen reingefuchst hat, dann geht das auch da nochmal ein bisschen hübscherer Überblick mit den Grafiken. Das wird dann auch das Thumbnail sein für das nächste Spiel. Ansonsten, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut rein und adios.